Goldener Teller. Geil. Völlig übertrieben. Geil! Goldener Teller. Willkommen zurück hier bei Wolfenstein The New Order. Mann, Mann, Mann. Was für ein kranker Scheiß hier. Ja, wir gehen in unser Abteil. Hoffentlich unbehelligt. Ne? Siehst du genauso. Mann, 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 bin ich froh, dass wir da raus sind, ey. Hier vorne liegt noch was. Tournee der Käfer beginnt in Berlin. Berlin, 11. Oktober 1960. Nächsten Monat wird die dynamische Viererkapelle auf der Bühne des weltberühmten Volkssaals Musik von ihrer neuesten Schallplatte Das blaue U-Boot zum Besten geben. Karten für die Vorbestellung waren in Rekordzeit ausverkauft. Die Reaktionen auf die letzte Schallplatte waren einfach phänomenal, sagte Wolfgang Trapper, der Agent der Gruppe. Die Käfer, die letzte Woche in Schwierigkeiten gerieten, als sie vergaßen, dem Staatsoberhaupt vor ihrem Konzert zu danken, haben außerdem bekannt gegeben, dass sie die Hauptrollen in einer neuen Fernsehsendung über die Abenteuer einer weltberühmten Sängertruppe spielen werden. Ist natürlich eine Anspielung auf die Beatles, die jetzt hier einfach mal einen deutschen Namen bekommen haben. Die Käfer. So, wo müssen wir denn hin? Wer ist er denn? Hier rein. Warum bist du denn so aufgeregt? Weißt du, was ich gerade für einen Scheiß erlebt habe? Hier rein. Ja. Neue Kalksteinvorkommen entdeckt. Zagreb, 11. Oktober 1960. Im Norden Kroatiens wurde ein reiches Kalksteinvorkommen entdeckt. Laut der geologischen Gutachterin gibt es eine Fülle einer besonderen Kalksteinzusammensetzung, die äußerst gut für die Herstellung von Superbeton geeignet ist, der von unserem Architekten beim Errichten neuer Gebäude verwendet wird. Das könnte unser bisher größter Fund sein, sagte die Geologin während eines gestrigen Telefongesprächs. Sehr interessant. Ne? Kann man schon mal machen, Kalk. Hallo. Kaffee? William? Ja. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Ja. Würden Sie es mit mir teilen? Jeder kennt sie. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie zurück nach Eisenwald. Mhm. Wenn sie noch leben. Irgendwas geht da vor sich. Ein Gefangenentransport. Komm schnell! Ja, Moment. Noch was zu lesen. Yay! Häftling von Panzerhund gefressen. Berlin, 12. Oktober 1960. Der Fluchtversuch eines Häftlings aus Eisenwald in der letzten Woche endete im Bauch eines der für die Bewachung eingesetzten Panzerhunde. Die Wachen versuchten noch, den Gefangenen aus dem metallischen Maul des Panzerhundes zu befreien. Allerdings machte die Überlegenheit der Technologie diesen Rettungsversuch zu einem vergeblichen Unterfangen. Vermissen wird den verurteilten Mörder und Vergewaltiger aber sicherlich niemand. Ja, super. William! Ja, nun wart doch mal. So, jetzt können wir. Bin dabei. Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. Steht fest, diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Na
Dann wollen wir mal unbemerkt. Wir gucken mal hier rüber, ist hier noch irgendwas für uns? Nö. Ein Rabe, ein Schwarzer, ist natürlich ein schlechtes Omen. Und noch mehr zu lesen. Ja, geil, das wird so ein Vorlesimulator. Serienmörder. Mörderduo in Verdacht. Berlin, 11. Oktober 1960. Die seit mehreren Monaten in der Stadt andauernde Mordserie könnte laut ermittlungsnahen Quellen das Werk eines abweichlerischen Mörderduos sein. Bisher wurden 5 Menschen getötet, alle Opfer wurden zerstückelt in Abwasserkanälen gefunden. Augenzeugen berichten von 2 seltsamen, höchstwahrscheinlich geistig eingeschränkten und körperlich entstellten Männern, die an den Tatorten umherschleichen. »Die sahen für mich nicht aus wie normale anständige Berliner«, sagte einer der Zeugen. »Diese schrecklichen Taten waren bestimmt ihr Werk.« Ja, davon haben wir ja schon mehr gelesen. Erdmanns Brief. Ach schön, den haben wir aufgesammelt und nicht gelesen. Ach mal. Ach ja. Ja, zum Glück habe ich meine neuen Handschuhe an. Mal sagen, da geht's gleich rein. Hoffentlich passiert ja nichts. Hier schleicht doch bestimmt auch irgendwo eine Wache lang. Wir müssen uns hier ganz genau umgucken, ey. Vielleicht gibt's hier irgendwas zu lesen. Kisten machen wir diesmal mal nicht kaputt. Das hat uns ja sonst auch immer nur Probleme gebracht. Was ist das? Schweiges Spielzeug. Ohne Batterie wertlos. Was ist denn das? Okay, sieht aus wie irgendwas zum Rumballern. Irgendwas zum Rumballern, Das mag ich am liebsten. Das ist das? Das wird doch bestimmt einer gehört haben. Ein Laserschneider? Muss neu aufgeladen werden. Okay. Was können wir damit? Werden wir wohl noch rausfinden. Im Moment können wir damit gar nichts. Jo, mal schön. Dachte, ich hätte was gehört. Ach. Cool. Naja, gut, jetzt ist die Batterie wirklich leer. Und da hinten ist was drin. Scheiße! Achso, da muss ich drauf gucken. Alles klar. Woher weiß ich, wann der Teil voll ist? Ach, rechts habe ich eine Anzeige. Und dann gehen wir nochmal runter. Da ist ja so ein Vogelnest. Sieht jedenfalls so aus. Ist ja geil. Passen wir aber noch nicht durch. Goldener Teller. Geil. Völlig übertrieben. Geil. Goldener Teller. Ich finde das Teil echt cool, ey. Hihi. Das geht nicht. Geht also nur bei Zäunen. Schön, dass die ganze Zeit jetzt eingeblendet bleibt. Wahrscheinlich bis ich hier den ersten Zaun durchgeschnitten habe. Das ist echt cool.
so geht's aber nicht. So. Gut. Aber wir laden das Ganze nochmal auf. Total geil. Sowas feiere ich, ja? Voll cool. Ist doch bestimmt noch irgendwo irgendwas versteckt, oder? Da zum Beispiel ist ein Bilderrahmen. Wahrscheinlich nicht nur ein Bilderrahmen, sondern ein Bild. Doch, es ist echt nur ein Bilderrahmen. Ein goldener. Ach, pff. Wer hat denn bitte einen goldenen Bilderrahmen? Erforschung des Universums. Der Weltraum ist großartig. Jupp. Besonders wenn er weit weg ist. Dann ist er gleich noch großartiger. Einfach darüber springen. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Verdammt großer Sprung für mich! Okay, da können wir uns ein Fenster aussuchen. Da war gerade einer. Kommt er wieder zurück? Wir können auch irgendwie Messer werfen, ne? Ich weiß bloß nicht mehr wie. Können wir wahrscheinlich nicht, weil wir nur ein Messer haben. Wir kommen nicht mehr raus. Verkackter Kackarsch. Komm her, du Feigling! Komm du doch her, du hast den gleichen Weg. Was? Noch einer! Konnten wir jetzt lachen, nicht verkneifen. Ja, das ist, ja. Warum sind da Schleifspuren auf dem Boden? Acht mal sieben ist 56. Fünf und sechs ist 11. Eins und eins ist 2. Okay. Wofür ist das? Bestimmt für irgendein Rätsel. Terroristischer Angriff auf Grenzposten. Hab erst theoretischen Angriff gelesen. Oh, endlich was zu lesen. Auf dem Übungsgelände in Sibirien. Moskau, 12. Oktober 1960. Die in der Nähe des nördlichen Uralgebirges unweit der Karasee gelegenen Ausbildungslager von Totenkopfs Kommandoeinheit gelten als die weltweit härtesten ihrer Art. In mehreren Folgen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, um über den Tagesablauf dieser entschlossenen Kämpfer in extremer Kälte zu berichten und zu zeigen, wie aus ihnen überlegene Krieger geformt werden. Ja, kann man mal machen. Ich meine, wir gucken uns ja auch ja allerhand Blödsinn an. Auch im Fernsehen, ne? Hier ist auch noch was.
Oh, wie ist das denn? Was haben wir denn jetzt aufgesammelt? Irgendwas dafür? Ich wollte gerade sagen, was geht denn jetzt ab? Jetzt fange ich hier an fürs Regime zu... Wir sollten uns das vielleicht merken irgendwie. Fürs Regime aufzuräumen, oder was? Okay. Nächster Halt Venus. Ja. Enigma-Fragment 8-7. 8-7? 8x7? War das nicht genau das, was hier draußen steht? Vielleicht ist das die Erklärung für die Enigma-Fragmente. Mistvieh. Ich konnte dich nie leiten. So, oh, da ist noch was. Wie es hier aber weitergeht in Wolfenstein, ob wir noch mehr zu lachen haben, es tut mir echt leid, aber das war unheimlich atmosphärisch, ich weiß. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ja, das seht ihr in der nächsten Folge Wolfenstein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Entschuldigung.